Hi YouTube, ich bin's wieder. Wir gucken uns nochmals ein bisschen das Ritualdingsbums an und entscheiden uns dann oben in die andere Version, wo wir sagen, Varric, dass wir einen besseren Plan brauchen, weil ich gerne wissen will, was da passiert. Wir sind ein bisschen zu spät, zu früh dran. Und danach werden wir mit dem normalen Spielstand, wo wir entschieden haben, weitersprechen. Gut genug. Sehen wir zu, dass wir zu Solus kommen. Ich hoffe, ich störe nicht gerade. Alles klar. Barrett braucht mehr Zeit. Ja, ich habe jetzt übersprungen, weil wir sozusagen jetzt wissen, was passiert. Und zwar, ja, wir verlegen eigentlich nur Missbilligungen und wem das gefällt. Zum Beispiel Hardin gefällt das besser wie Neve. Neve mag die andere Version besser und Harding mag die dafür nicht. Ja, es kommt aber aufs Gleiche draus. Das wollte ich eigentlich nur wissen, kommt es auf das Gleiche oder machen wir denn das anderes und wir machen eigentlich das Gleiche. Das heißt, wir können wieder zurückspringen in unsere Zeitlinie. Ich dachte, dass es einen anderen Weg dann gibt. Schade ist es, dass es nicht so ist. Echt schade, weil das wäre noch cool gewesen. Aber ich kann auch die Drachenrüstung sieht geil aus. Aber das ist nur kosmetisch. Also in Garderobe findet ihr nur kosmetische Sachen. Die macht jetzt nicht irgendwas Spezielles mit euch. Haben wir auch kosmetische Waffen? Zeugs? Nee. Okay. Na dann geht's raus hier. Wir gucken uns ein bisschen um natürlich. Codex. Einführung in den Leuchtturm. Der Leuchtturm war einst ein Ort des Lernens, voller Hilfsmittel, um die Geheimnisse mächtiger Magie zu ergründen. Als Solas gegen jene, die sich selbst als unsere Götter bezeichnete, wurde der Leuchtturm zu einem Stützpunkt voller Hilfsmittel und Möglichkeiten zu ergründen und von der Tyrannei der Evanuris zu befreien. Ihr alle, sowohl jene aus Fleisch und Blut, als auch jene aus dem Nichts, seid hier sicher.
Jeder, der mithelfen will, ist willkommen. Die Magie des Leuchtturms wird eure Bedürfnisse stillen, für euer Wohlbefinden sorgen und euch sogar dabei helfen, fremde Sprachen zu verstehen, was insbesondere für jene wichtig ist, die aus weit entfernten Teilen des Reichs hierher geflohen sind. Solltet ihr noch etwas anderes brauchen, stehe ich euch gern zur Seite. Fragt einfach nach dem langsamen Pfeil. Felassan. Okay. Hier haben wir Codex-Einträge. Die Schattendrachen Codex über die Templer von Teventa. Wird der Ordner Templer erwehrt, stellt ihr euch mit Sicherheit die gerüsteten Mitglieder der südlichen Kirche vor. Diese Templer sind dazu ausgebildet, unkontrollierte Magie, Blutmagie und Abscheulichkeiten zu bekämpfen, um Personen, auch die Magier selbst, vor den gewalttätigen Manifestationen magischer Macht zu beschützen. Sie verkörpern aber auch die Kontrolle der südlichen Kirche über Magier und setzen viele ihrer strengen Regeln und Vorschriften über Magie im Allgemeinen durch. Neben der Kampfausbildung konsumieren diese Templer Lyrium. Dieses Mineral, das Magier sonst für Verzauberungen und Rituale benutzen, gewährt Templern die Fähigkeit, Magie zu widerstehen und zu bannen. Dass die Substanz zu dem süchtig macht, was sie an die Kirche bindet, sowie Paranoia, Besessenheit und letztlich Wahnsinn auslöst, wird häufig unter den Teppich gekehrt. Denn von kleinen, schmutzigen Geheimnissen haben wir doch alle schon gehört. Wie ihr vielleicht meiner Bezeichnung südlich Kirche entnommen habt, verhält sich die Lage im Reich Teventa anders. In Teventa wissen wir, dass Magie nur dienlich ist, wenn wir ihr gestattet, sie zu entfalten. Wir unterdrücken Talente nicht, wir fördern sie. Das bedeutet nicht, dass wir die Gefahren von Magie ignorieren oder das, was sie mit gewalttätigen Naturen anrichtet, wenn man nicht eingreift. Wir im Süden können unsere Templer die Ausschweifungen von Blutmagie verhindern und Dämonen sowie Besessene unter Kontrolle bringen. Aber unsere Templer nehmen kein Lyrium zu sich und sie setzen keine unnötigen Vorschriften durch. Sie haben keine Befehlsgewalt über Magier, sondern folgen unserem hochgeschätzten Magisterium. Sie dienen der Kirche und den Leuten im Reich. Ich muss zugeben, ich bevorzuge unsere Vorgehensweise. Aus einem Brief von Lydia Balus, wohnhaft in einem Grenzort im Reich von Teventa an einer Base in Orléans, 1915 Drache. 1915 Drache ist das Jahr, das ist 915 im Drachenzeitalter. Die Welt von Teventa, also das lese ich jetzt nicht alles vor, das ist, glaube ich, alles, was wir so gefunden haben von der Welt in Tedas. Das ist so Hintergrundstory, die kennt man eigentlich, wenn man Dragon Age gespielt hat. Andernfels, Andraste, Antiva, Atlant, die Dälisch Elfen, die Creme von König Mik hinter dem Schleier, Geister und Dämonen, Aratan, Teil 2, die tiefen Wege kennt man, das Nichts kennt man, Fen'Harral, der Schreckenwolf, kennt man auch. Die Kultur für Elden, Lyrium, die kaiserliche Kirche, majestätische Missviecher, what? Ich weiß nicht. Die grauen Wächter, Magisterium, der Bauer, Nevara, das Reich von Orles, Oberflächenzwerge, Sexualität in Tedas, okay. Rivain. Die Kunari, das Gesellschaftssystem, der Schleier, Vitar, Xenon, der Antiquar. Xenon konnte man tatsächlich kennenlernen im Dragon Quest Inquisition. Das war witzig und gruselig zugleich. So, wir gucken uns ein bisschen um. Hier sieht es so aus, als könnte man das Zeug noch nicht benutzen. Schön, dann gehen wir mal runter. Hier gibt es wohl auch nichts zu gucken. Dann gehen wir raus. Raus, raus, aus dem Haus.
Das ist der Leuchtturm! Sieh mal einer an. Wir sind tatsächlich im Nichts. Dem Reich der rohen Magie, der Albträume und dem hier anscheinend. Und dem hier? Geil. Ist ein bisschen viel auf einmal. Harding will mit uns reden, darüber, wie es weitergeht. Das wäre sicher angebracht. Aber wenn ihr mal durchatmen müsst, nutzt die Zeit und seht euch um. Ja, das tun wir sowieso. Weil ich finde es wichtig, wenn man sich irgendwo befindet, dass man sich umguckt. Das kann ja Geheimnisse und so weiter. Fähigkeitenbildschirm. Das sind die Kernfähigkeiten, okay. Nichtsschlag. Nutze deine Geschwindigkeit, um aus einem Schritt ins Nichts heraus einen mächtigen Angriff mit einer beliebigen Waffe auszuführen. Schalte außerdem einen zusätzlichen Folgeangriff während des Sprintens frei, den du ausführst, indem du Viereck drückst, Viereck oder Dreieck drückst. Gilt nur für Orb-Angriffe. Okay. Hier kann man noch, wenn man rausglitscht, kann man raus. Kann man noch die Todesrufer-Spezialisierung, die Beschwörer und die Klingenmagie. Dann unsere Hauptmagie, Ausbruch. Also wenn man hier das macht, ist man so im Ausbruch, entfesselt mit einer Kräfte. Wenn man hier so geht, ist ein Schattendrache. Wenn man hier ist die Kontrolle, dann haben wir die Trauerwacht und dann den Todesrufer, Erhaltung und die Creme von Antiva Schwerpunkt mit Klingenmagie. Ich weiß noch nicht, wo ich hingehe hier. Aber ich weiß, dass ich am Schluss wahrscheinlich in diesem Spieldurchlauf auf die Klingenmagie gehen werde. Weil, ja, sieht schon witzig aus. Und ich weiß halt, man kann bis Level 50, glaube ich, sein. Aber wir werden jetzt erstmal hier die Hauptmagie einsetzen. Geistschlag. Halte allein dann Dreieck antippen. Verbraucht beim Verteidigen 50 Mana, um eine Schockwelle 6 Meter weit in alle Richtungen zu schleudern. Verursacht Schaden auf Basis seines ausgerüsteten Stabs. Tödliche Konzentration. Erhältst du den Fernkampfangriff aufrecht, steigt der verursachte Schaden mit der Dauer, die der Angriff aktiv ist, bis zu einem Maximum von 3 Sekunden. Okay. Und dann der Nichtschlag natürlich. Wir werden erst alles freischalten hier, also den Punkt hier, den und den. Und danach gucken wir, wo wir hingehen, ob wir hier runtergehen, nach oben oder da nach unten. Mal gucken, oder ob wir uns mischen. Das kann auch gut sein, weil ich mag es, wenn es so ein Gemisch ist und nicht nur langweilig nur ein Element. Gut. Das heißt, wir gucken uns ein bisschen um. Seht da zum Beispiel schon eine Kiste. Hier habe ich letztes Mal schon ein Rätsel gelöst. Ich weiß auch, wie es geht. Spoiler, wer das Rätsel nicht sehen will, sollte jetzt abschalten. Es geht nämlich um die Statuen hier. Die Statuen müssen all, also es gibt immer zwei Paare und die müssen in die richtige
zueinander gucken. Das heißt, die zwei gehören zusammen. Da drüben seht ihr die zweite. Die muss gedreht werden. Der andere muss gedreht werden. Und es gibt 6 Statuen. Ihr müsst alle 6 so machen. Klar hat sie jetzt so Spoiler-Inhalte drin, weil ich mache ja ein Let's Play sozusagen. Ich zocke auch live. Ihr könnt uns halt entscheiden, ob ihr gucken wollt oder nicht. Was machen wir denn jetzt? Was sollen wir nur tun? No. Nicht weinen. Harding? Oh, hey Rook. Wie geht's euch? Das sollte ich wohl eher euch fragen. Ihr wurdet meinetwegen verletzt. Wir wussten, worauf wir uns einlassen. Dass es gefährlich wird, das war uns allen von Anfang an klar. Es gibt so viel zu tun. Wir müssen einfach weitermachen. Seid ihr euch sicher, dass es euch gut geht? Ihr solltet euch vielleicht lieber noch ausruhen. Ja, Rook. Mir geht's bestens. Ich hab nichts. Mir ist einfach nur ein bisschen schwindelig und das... Harding, ihr könnt nicht einfach... Ach nein? Das werden wir ja sehen. Wir müssen zurück zur Ritualstätte, nicht wahr? Hören wir also auf, uns Sorgen um mich zu machen und gehen es an. Holt mich einfach hier ab, wenn wir aufbrechen können. Boah, dann ist man nett zu dem Mädchen und sie missbilligt das. Voll frech hier, ey. Tut mir leid, ich habe mir Sorgen gemacht, aber ja, ist okay, Bitch. Voll frech? So, ja, mir geht's gut. Mein Kopf ist noch ein bisschen, aber... Ich sterb gleich, aber ja, mir geht's gut. Und ich weine, weil es mir nicht gut geht, aber mir geht's gut. Und dann macht man sich Sorgen und was tut sie? Nee, alles okay. Du musst dich nicht um mich kümmern. Ich bin da für dich, nicht so für mich, du kleiner Arsch. Voll fies. Oh, Kisten. Ich liebe Kisten. Reines R. So. Da ist nochmal so eine Statute. Statute. Die Statute. Tute. Und hier haben wir auch nochmal 2 Statuten. Bam. Tun wir das, was wir gesagt haben. Sie müssen alle in die gleiche Richtung gucken. Bam. 2 fehlen noch. Ja, 2 fehlen noch, aber... Verblasste Mitteilung. Seht euch diesen Ort an. Wir haben hier einst eine Rebellion geplant. Wir wollten die Zukunft der Elfen verändern und die Tyrannei zerstürzen. Und das haben wir getan. Jetzt ist der Weg nach draußen zerbrochen. Es wird hart, alle die Eluvien wieder in Betrieb zu setzen. Solas, falls ihr das hier seht. Ich werde euch suchen in dieser Welt und bei den Sterblichen. Macht nicht zu viel Ärger, bis da wie sie sterben. Ja, er hat nicht gehört, Leute. Er hat nicht gehört. Und wir konnten ihn nicht aufhalten. Tut mir leid. Hier können wir noch nicht rein, aber wir können rundum. Und man sieht es bei der Karte oben. Man kann hier entlang laufen. Also... Oh, hier waren wir ja schon. Entschuldigung. Ha. Das war ja klar. Das bin ich. Ich kann das nicht mehr. Oh, stimmt. Hier können wir auch was gucken. Das heißt für mich die Kamera wieder ausklinken. Bis gleich. Wir sehen uns gleich wieder. Tschüss. Irrlichter.
Es ist zwar keine große Überraschung, im Nichts auf sie zu stoßen, aber ich könnte schwören, dass sie mir folgen. Alles in Ordnung? Wir sind hier an einem seltsamen Ort gelandet. Aber ich komme schon zurecht. Ihr kennt mich ja. Tue ich das? Wir sind beide Schattendrachen und beide aus Minrathus. Mag sein, dass sich unsere Wege bisher noch nicht gekreuzt haben, aber es gab auf jeden Fall schon Überschneidungen bei unserer Arbeit. Das ist doch schon mal ein Anfang. Und Schatten halten zusammen. So ist es zumindest gedacht. Drücken wir die Daumen, dass es auch bei uns so läuft. Ihr macht euch viele Notizen. Worüber eigentlich? In letzter Zeit? Über das, was wir wissen, beziehungsweise wussten, bevor Solas alles über den Haufen geworfen hat. Und das wäre? Nicht viel. Ich bin mir sicher, Borte würde es hassen, das zu hören, aber ein Schritt nach dem anderen. Wir kriegen das schon hin. Davon bin ich überzeugt. Ach ja? Wisst ihr etwas, das ich nicht weiß? Nein, aber... naja, uns bleibt ja nichts anderes übrig, oder? Nein, nicht wirklich. Ich kann den Look nicht so beschreiben, also die Grafik. Meiner sieht so anime-mäßig, komisch, süßlich aus und sie sieht schon ein bisschen realistischer aus, aber immer noch so in den feinen. Ah ja, ich kann es nicht gut beschreiben. Es ist halt nicht die Grafik von normalen Dragon Age Spielen. Sagen wir es mal so. Ist ein bisschen komisch, das so zu sehen. Ich habe mich immer noch nicht dran gewöhnt. Katze! Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Hier kann ich entlang. Was? Da unten? Wo entlang? Da oben? Kann ich da... ich kann jumpen! Ja, das konntest du in Dragon Age Origins nicht. Das ging da nicht, das hat geheißen, nee, du kannst nicht springen, das ist unlogisch, sowas tut man nicht. Springen ist böse. Schmiedewerkzeug, okay. Übergöttliche Imperative, was ist... Leute, ich fühle mich, manchmal fühle ich mich richtig dumm, wenn ich so Wörter lese und denke so, was ist das? Hi, Süße. Übergöttliche Imperative, das ist ein verschiedenes. Der Helm von Solar ist zerstört. Elganans Lieblingsfolter hat ein Ende. Zu viele wurden gerettet, deren Geist durch diese Erinnerungen an eine erzürnte Sonne angebrannt worden war. Hierhin liegt eine Lektion, der Helm wurde nicht angeschafft. Was nicht geschaffen, um zu quälen, aber die Evanuris sind anders als wir. Die Überlegungen eines Gottes transportieren einen eigenen Willen, eigene Imperative. Die Erinnerung sickert in ihre Symbole und verwandelt sie, so wie Feuer zu Feuer führt. Und bei unseren Wolfsherren, der so viel von sich selbst in seine Schöpfung steckt, welche Imperative sind es bei ihm? Das Herz der Rebellion muss verborgen bleiben. Doch das Licht der Göttlichkeit lässt sich nicht eindämmen. Wir müssen schnell sein. Ein Gedanke bleibt. Wenn er uns rettet, was vermittelt er? Gedanken von Shiran, der deren Tal abgeschworen hat. Ja, ich schwöre auch ab. Meine Intelligenz. Ich check nichts. Das war der zweite Teil. Ja. Fehlt nur noch einer. Ja. Und der sollte, glaube ich, auch irgendwo hier sein. Ich bin mir nicht mehr sicher. Weiß ich, ich habe es gestern noch angeguckt. So weit bin ich nämlich gekommen. Also, ich bin noch weitergekommen, aber.
meine... Wie sagt man der eben? Ich weiß nicht mehr, wie man... Oh Gott, ich bin dumm! Meine Erinnerungen halten so gut wie... Wasser an... Öl? Was auch immer. Bin dumm. Ich glaube, ich gewöhne mich langsam an das Licht. Stimmt, da kann man, glaube ich, irgendwo noch hoch. Und da kann man nicht rein, so viel ich weiß. Ah, doch. Was? Hä? Okay, ja. Ist okay. Ich check nichts mehr. Ich weiß nicht, was ich tue. Stimmt, hier konnte man rein. Ich bin in der Vorratskammer. Kaiserliches Tuch. Und wehe, es ist nicht kaiserlich. Ich frag mich, ob sich das dann, ob das so unser Hub ist, der Leuchtturm wieder. Und dann der sich verändert. Das sehen wir dann. Anmerkung zu einem Behüteter. Behütere. Ist es ein Schreibfehler oder nicht? Oder keine Ahnung. Diese Anmerkungen weisen in eine Ecke verschmierte Farben auf. Waren sie schon immer hier? Es gibt Wesen in der Kreuzung, die nicht einmal die Weisen kennen, obwohl die Ältesten jedes Gebiet zu ihrem eigenen machen. Jetzt können diese Behütere mir Sicherheit hierher. Ich frage mich, wie wir sie wohl für sie aussehen. Bedürfnisse sind ein Gerüst und die Nöte der Lebenden erheben sich ständig darauf oder fallen herab. Hunger, Durst, Schlaf, man stellt sich ständig Kakophonie für jemanden vor, der für so etwas empfindlich ist. Was ist Kakophonie? Was? Oder sehe ich das zu einfach? Bedürfnisse sind flüchtig, Nöte haben tiefere Wurzeln. Vielleicht finde ich deshalb die Anwesenheit dieses speziellen Geistes sowohl tröstlich als auch beunruhigend. Die Aussicht, dass die Wünsche unserer Herzens und unserer tatsächlichen Bedürfnisse differieren oder sogar im Widerstreit sind, ist nur schwer zu erfassen. Okay, ich bin verwirrt. Die Kakophonie hat mich aus dem Konzept gebracht. Das muss ich nach dem Stream mal googeln, was ist Kakophonie. Entweder ist okay. Irgendwas, das hat irgendwas bewirkt, was es nicht gibt, oder es gibt das und hab's noch nie gehört, oder sonst was. So, für die, die den Stream gucken, es gibt Werbung in einer Minute. Leucht. Nö. Oft. Makelloser Kristall und Gold. Gold ist immer gut. Erinnerung an ein Duett. Die neben diesem Instrument zurückgelassenen Notenblätter scheinen ein Duett zu sein und erhalten Anmerkungen einer offensichtlichen kundigen Hand. Die Anmerkungen sind begleitend von klaren emotionalen Eindrücken. Sorgfältiges Üben mit strengen Augen für Fehler. Die Erleichterung eigener Errungenschaften abseits von Gut, gemeintem Missverständnis und gedankenlos Verehrung. Unaussprechliche Freude im Zentrum anschwellender perfekter Chaos. Am Ende tritt eine geliebte Erinnerung zutage, ein lächelnder Blick, ein Treffen bei einem Crescendo, ein geteilter Augenblick gegenseitige Verständnisses. Alle sehen und ebenso vollständig gesehen werden, die Eindrücke verblassen. Okay.
da hat es noch einen Weg. Also es wird hier wohl ganz viele komische, coole Dingerskirchels geben. Rätsel. Ich habe so gerne Rätsel. Wir haben das Ritual aufgehalten. Und Varric hat den Preis dafür bezahlt. Hey, es war Variks Entscheidung, mit Solis zu reden. Er kannte die Risiken. Genau wie wir alle. Und jetzt ist Solis fort. Und wir sind hier. Wo auch immer hier ist. Abgesehen von im Nichts. Solis hat diesen Ort den Leuchtturm genannt. Ach ja? Wann? Tut mir leid. Das war, als ich bewusstlos war. Solis ist mir im Traum erschienen. Wirklich? Ein Glück, dass es euch gut geht. Soweit ich es sehen konnte, sitzt er jetzt im Nichts fest. Also nicht hier, sondern in einer Art Gefängnis. Seid ihr euch sicher, dass ihr das nicht einfach nur geträumt habt? Das wäre absolut nachvollziehbar. Solis ist fähig, im Traum mit anderen zu reden. Sie sogar zu töten. Er meinte, dafür wäre unsere Verbindung nicht stark genug. Er konnte mich nur erreichen, weil ich geblutet habe, als ich an der Ritualstätte das Bewusstsein verlor. Dann setzt Solis also Blutmagie ein. Wie es jeder normale Magier auch tun würde, um mit eurem Verstand zu spielen. Er ist aber kein normaler Magier. Ich hab es euch doch gesagt. Er ist ein Elfengott. Dass er ein nettes, kleines Ritual zustande bringt, macht ihn noch lange nicht zu einem Gott. Neff, ich bin ein Magier. Ihr seid eine Magierin. Solis ist mehr als das. Dieses Ritual ging weit über alles hinaus, wozu ein Zirkelmagier fähig wäre. Oder sogar ein teventeranischer Magister. Also gut. Fakt ist, wir haben das Ritual aufgehalten und scheinen vorerst außer Gefahr zu sein. Seid ihr euch sicher, dass Solis euren Verstand nicht mit Hilfe von Blutmagie manipulieren kann? Ich bin mir in überhaupt nicht sicher. Und wir sind leider nicht außer Gefahr. Wie meint ihr das? Solis hatte zwei der anderen Elfengötter eingesperrt. Als er gefangen gesetzt wurde, sind sie entkommen. Dann sind diese Dinger, die wir aus dem Nichts kommen sahen, als das Ritual außer Kontrolle geriet, also... Es sind... Elganan und Gelenain. Zwei der Altelfengötter, gegen die Solis rebelliert hatte. Als ich mit ihm gesprochen habe, hatte er Angst vor ihnen. Er sagte, sie seien schreckliche Tyrannen. Tyrannen, die derart mächtig sind, dass sich die elfische Geschichte als Götter an sie erinnert. Solis meinte, Elganan und Gelenain hätten Macht aus der Verderbtheit gezogen und wurden dabei selbst verderbt, woraufhin er sie eingesperrt hat. Dann haben wir es jetzt also anstelle eines Gottes mit Zweien zu tun. Und sie sind nicht nur mächtig, sondern auch verderbt. Wir müssen da raus und sie aufhalten. Einfach so? Ohne Varric? Und obwohl ihr erst wieder auf die Beine kommen müsst? Mir geht's gut. Wir können hier nicht einfach nur untätig rumsitzen. Wir müssen Nachforschungen anstellen. Rausfinden, womit wir es zu tun haben, bevor wir blindlings losstürzen und alles noch schlimmer machen. Und wie viele Leute sollen noch verletzt oder getötet werden, während wir Zeit mit Nachforschungen vergeuden? Neff hat recht. Wenn Elganan und Gelenain schlimmer als Solis sind, müssen wir zunächst wissen, wozu sie fähig sind und was sie wollen. Aber wir haben nichts weiter als Solis Behauptungen. Dann lasst uns der Sache selbst auf den Grund gehen. Wir finden raus, womit wir es zu tun haben und gehen dann gegen sie vor. Na schön. Der Illuvian hat uns hierher gebracht, statt zurück nach Menrethis. Hoffen wir also, dass er uns auch wieder zur Ritualstätte zurückbringt. Vielleicht finden wir am Ort des Geschehens ein paar Hinweise. Harding, fühlt ihr euch dem schon gewachsen? Natürlich. Ich werde bestimmt nicht untätig zusehen, wie ein paar Elfengötter die Welt vernichten, nur weil ich Kopfschmerzen habe. Na dann, kehren wir zur Ritualstätte zurück. Der Illuvian steht in einem speziellen Raum. Er ist direkt die Treppe runter. So, liebe Leute, merkt euch, es geht immer schlimmer. So, für YouTube sage ich schon mal ciao. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye, euer Gamer-Herzchen.